Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind wieder live hier, live im Radio bei 1 Live und live im WDR Fernsehen, heute mit einer freien Themennacht. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, hier in der Nacht, im Fernsehen und im Radio, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Manuel und ist 24 Jahre alt. Hallo Manuel. Hallo Jürgen. Weswegen rufst du an? Ja, weswegen rufe ich an? Ich bin seit 2 Jahren in einer Beziehung und gehe seit einem Vierteljahr fremd. Ja, seit einem Vierteljahr? Ja. Mit einer und derselben Person gehst du fremd oder immer wieder abwechselnd? Ja, in einer derselben Person. Ja, hast du dich in diese neue Person verliebt oder ist das eine reine Sexgeschichte? Beides. Also ich habe mich so ein bisschen auch verliebt in die Frau. Wie ist es dazu gekommen? Warum bist du ausgeschert aus der Beziehung? Wie ist es dazu gekommen? Also ich habe mal irgendwie mal eine Abwechslung halt gesucht gehabt und bin dann halt ins Bordell gegangen. Ach so. Ja, und dann habe ich halt die Dame gekannt, also kennengelernt. Ach so, und deine neue Freundin oder Nebenfreundin, Geliebte, ist eine Prostituierte? Ja, so ist es. Und ihr trefft euch aber auch privat oder gehst du immer zu ihr ins Bordell? Nee, wir treffen uns auch jetzt schon, also seit einem Monat auch so privat. Hat sie sich denn in dich auch verliebt? Das weiß ich nicht so genau. Also sie meint zwar immer, es wäre von ihr, also sie sagt immer so, das bildest du nur ein und so weiter, aber irgendwie glaube ich doch, dass da was dran ist, dass sie dich auch wohl liebt. Was sagt sie? Sie sagt zu dir, du bildest dir das nur ein? Ja, dass ich sie halt lieben würde. Achso, sie spielt das runter? Ja. Ja. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil sonst würde sie sich ja nicht mit mir auch so privat treffen. Ja, weiß man nicht. Das können ja das können vielfältige Gründe sein. Hat sie denn auch noch eine Beziehung auch am Laufen? Oder ist sie? Nee, ich meine nicht. Sie hat wohl noch einen Zuhälter. Aber sonst weiß ich eigentlich nicht, wie das. Hast du denn? Habt ihr immer Sex miteinander, wenn ihr euch trefft? Jein, mal ja und mal weh. Also ja und nein. Ja. Ist das für dich okay, dass sie als Prostituierte, als Hure arbeitet? Oder ist es schon auch irgendwie problematisch, wenn du dann, ich sag mal, privat mit ihr im Bett liegst und dir vorstellst, was sie jobmäßig macht? Es ist für mich auch so gesehen auch ein Problem, dass sie eine Prostituierte ist, ja. Bist du unzufrieden in deiner Beziehung? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Nur, ich weiß nicht, irgendwie sucht sie halt damals eine Abwechslung und jetzt ist aus der Abwechslung halt. Was heißt denn eigentlich Abwechslung? Abwechslung im sexuellen Sinne? Oder? Ja. Das heißt, dass das sexuell in deiner Beziehung nicht so dolle mehr läuft? Also was heißt, läuft nicht mehr dolle? Mit der Prostituierung jetzt, also jetzt ist aber. Die macht halt einige Sachen mehr, halt, die meine Freundin halt nicht mehr macht, sexuell halt. Würdest du sagen, dass es mit deiner Freundin langweilig im Bett ist? Nee, langweilig nicht. Es macht auch noch Spaß, nur halt. Also du bist schon noch scharf auf deine Freundin? Ja. Und du musst dich nicht dazu zwingen, mit ihr zu schlafen? Nein, das muss ich nicht. Wie ist die Herzensbindung? Würdest du klar sagen, ja, ich liebe meine Freundin auch noch? Oder sagst du, ich bin mir nicht ganz sicher? Ja, bin ich mittlerweile nicht mehr so ganz sicher drüber. Hast du ein schlechtes Gewissen? Ja, habe ich auch. Die Prostituierte weiß aber wiederum, dass du eine Freundin hast. Oder belügst du die auch? Nein, das weiß sie. Das weiß sie, ja. Und hat sie sich dazu geäußert schon? Hat sie da irgendwie gesagt, das geht so nicht? Oder? Sie meint halt, dass ich sollte halt einen Tisch machen und nicht halt sagen, was Sache ist, nur ich selber kann das halt nicht. Was will sie, also deine Freundin, ich sag mal deine Geliebte, was will sie eigentlich von dir, wenn sie nicht in dich verliebt ist? Das ist eine gute Frage, vielleicht ist es nur aufs Geld aus. Spendierst du ihr denn einige Sachen? Ja, doch. Was denn zum Beispiel? Ja, halt immer so, wir gehen essen und
dann ab und zu gehen wir auch mal zu shoppen, kaufe ich halt mal eine Kleinigkeit. Mhm. Aber du bezahlst jetzt nicht bei ihr, wenn du bei ihr privat im Bett gelegen hast? Nein, dann nicht. Dann das nicht. Aber sonst bezahlst du schon sehr viel? Ja. Und du hast auch Kohle? Was heißt Kohle? Ja, ist immer so, ich habe ein Nettoeinkommen von 1.300 Euro. Naja, das ist auch nicht so ganz die Riesenmenge. Also ich dachte jetzt, dass du richtig Kohle hast, also richtig reich bist du nicht. Nee. Aber immerhin, sie profitiert von dir, kann man so sagen. Ja. Mhm. Wenn du das in sogar mit deiner Verliebtheitsbrille, da sieht man ja alles immer rosarot. Und ne, wenn du schon als erstes sagst, na, vielleicht will die, ist die sogar scharf auf mein Geld, würde ich erstmal sehr ernst nehmen an deiner Stelle. Mhm. Wenn sie von sich aus sagt, sie hat ja noch keinmal gesagt, ich bin verliebt in dich, ne? Nee, hat sie noch nicht gesagt. Mhm. Dann würde ich an deiner Stelle erstmal auch sie fragen, was sie eigentlich will. Warum ist sie mit dir zusammen? Ist es der Sex oder was? Lass sie einfach mal antworten. Mal sehen, was sie sagt. Aber darüber hinaus musst du natürlich für dich eine Klarheit finden. Wenn du mir sagst, dass du deine Freundin wirklich noch liebst von ganzem Herzen, wenn du sagst, dass du eigentlich mit ihr im Bett auch gut klarkommst, finde ich eigentlich, nochmal, eigentlich gibt es keinen Grund, dass du zu einer anderen Frau gehst, auch wenn du da vielleicht ein bisschen anderen und abgefahreneren Sex kriegst. Das ist es nicht wert. Zumal die andere Frau dich offensichtlich vielleicht gar nicht liebt und du ja auch nicht so ganz im Klaren bist. Dafür würde ich eine gute, funktionierende Beziehung nicht aufs Spiel setzen. Und wenn du etwas unzufrieden sexmäßig bist oder Dinge noch ausprobieren willst, dann versuch es doch mit deiner Freundin zusammen zu machen. Ja. Und wenn sie es nicht macht, vielleicht kann man auch mal ganz ungewöhnliche Wege gehen, dass ihr in einen Swingerclub mal geht oder ich weiß nicht, irgendwas, damit ein bisschen Bewegung reinkommt, falls es dir dann doch ein bisschen langweilig wird. Also ich finde, dass du ganz schnell für dich eine Entscheidung fällen musst, eine Linie finden musst. Ja, das stimmt. So, und da würde ich einfach auch abwägen, was ist es mir wert, wo ist mein Herz, wem vertraue ich hundertprozentig, mit wem stelle ich mir auch eine Zukunft vor. Da würde ich jetzt vielleicht irgendeine abgefallene Sexpraktik mal, so interessant sie auch sein mag, aber nicht in den Vordergrund stellen. Ja. Sondern da wäre mir wirklich das, was dahinter steckt, wäre mir wichtiger. Mhm. Und da musst du die Entscheidung sehr schnell für dich alleine treffen, denn du belügst und betrügst deine Freundin aufs Übelste, ne? Ja, das stimmt. Wie oft triffst du eigentlich die neue? 2-3 Mal in der Woche. Ja, das ist zu viel. Was heißt zu viel? Das ist wahnsinnig viel. Ja. Ja, Manuel, das ist meine Meinung. Mehr kann ich ja nicht sagen. Mach klar Schiff. Und von meinem Gefühl her, so wie du es jetzt geschildert hast, in der Kürze des Gesprächs, was da möglich ist, tendiere ich dazu, dir zu raten, geh zu deiner Freundin zurück. Ja. So, und dann ist die Frage natürlich wieder, ob du ihr beichtest, was passiert ist, was ich gut finde. Oder ob du sagst, das geht im Moment noch nicht. Ich will erstmal den Mantel des Schweigens darüber legen. Okay, dann mach das erstmal, aber verhalte dich korrekt jetzt wieder, ab sofort. Ja, okay. Mein Lieber. Ja. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Das war Manuel, 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Heute haben wir eine freie Themennacht. Ich möchte euch aber schon mal hinweisen auf unser Thema Donnerstag. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema eiskalt. Und ich möchte mit Leuten reden, die zum Beispiel eiskalt erwischt worden sind oder die sich selbst als eiskalt empfinden oder die in ihrer Umgebung jemanden haben, der eiskalt ist oder der mit eiskalten Taten konfrontiert worden ist. Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, eiskalt. Heute freie Themennacht und weiter geht es mit Jenny. Und Jenny ist 22 Jahre. Hallo Jenny. Hallo Domian. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, dass meine Tochter halt vor 10 Wochen verstorben ist. Wie alt war deine Tochter? Eine Woche. Eine Woche? Ja, sie ist halt in der 30. Schwangerschaftswoche per Notkaiserschnitt, musste sie geholt werden. Und warum? Ja. Was war da passiert? Also ich wusste bis dahin gar nichts, weil mir ging es wirklich gut. Ich hätte Bäume ausreißen können und bin halt zu einer ganz normalen Vorsorgeuntersuchung zum Arzt gegangen. Und das war wirklich alles super. Und dann wurde halt ein CTG gemacht, also Herztöne. Mhm. Und dann kam dann die Arzthelferin und guckte erst und setzte es dann nochmal anders und guckte dann nochmal. Und dann kam die Ärztin und sagte sich halt, ich müsste sofort ins Krankenhaus und dass es sein kann, dass wir halt das Kind holen müssen. Aber ich sollte mir keine Sorgen machen. Mhm. Ja, dann kam halt der Krankenwagen und als ich dann im Krankenhaus ankam, 7 Minuten später war die Kleine halt schon da. Mhm.
Ja, und dann bin ich halt aus der Narkose wach geworden und dann haben sie halt gesagt, dass es halt nicht gut aussieht. Man aber noch nicht weiß, was sie hat. Es sieht nach einem Virus aus, aber man kann noch nicht mehr sagen. Ja. Und ja. Das war, ich halte es mal fest, die 30. Schwangerschaftswoche. 30. Schwangerschaftswoche. Ja, und dann, ja, dann durfte mein Mann, der wusste ja auch nur, dass ich ins Krankenhaus musste, den hatte ich eben angerufen. Ja. Und wir haben ja noch einen Sohn von 2 Jahren. Ja. Und ich wusste ja auch gar nicht, was los ist, war völlig durch den Wind und habe ihn nur eben angerufen. Ich so, es kann sein, komm dann ins Krankenhaus. Mhm. Ne? Ja, und dann haben sie mir dann halt angerufen und haben ihn dann beglückwünscht zum Vatersein halt. Ne? Wie fit ist die Kleine auf die Welt gekommen? Du sagst krank? Sie musste 13 Minuten wiederbelebt werden. Ah, und wie schwer war sie? 1520 Gramm. So, dann musste sie wiederbelebt werden? Ja. Das ist dann auch gelungen? Ja. Und was hat sich dann herausgestellt? War es ein Virus? Ja, oder? 3 Tage später hatten wir dann ein Gespräch mit den Ärzten, wo wir dann halt immer auch zwischendurch halt die Gespräche hatten, wo sie immer gesagt haben, es sieht nicht gut aus, es wurde ein EEG gemacht, das war quasi pathologisch, also da war nichts, man konnte nichts messen. Und Samstag, ich bin dann 48 Stunden nach dem Kaiserschnitt nach Hause gegangen, weil ich es halt von dem psychischen Druck nicht ausgehalten habe. Und ja, dann haben sie uns dann halt gesagt, dass es halt ein Zytomegalie-Virus war, also der Zytomegalie-Virus. Was heißt das? Genau kann ich das nicht mal sagen. Also das, was ich so nachgelesen habe, das ist, gehört zu dem Herpesvirus. Und das kann ein ungeborenes Kind schon bekommen? Ja, das ist halt nur für das ungeborene Kind so gefährlich. Ach so, also ach so. Für mich wäre das überhaupt nicht gefährlich und auch für andere Kinder nicht. Und wie ist es möglich, dass ein ungeborenes Kind so etwas bekommt? Ja, das kann man sich einfach einfangen. Oft haben Kinder, das sagt man, also das, was ich so nachgelesen habe. Ach, das heißt, du hast dir das eingefangen? Genau. Die hat es nicht ausgemacht, aber der Kleine hat es dann... Genau, die hat es dann total voll abgekriegt. Und dann ist sie nach einer Woche verstorben. Ja. An diesem Virus. An diesem Virus. Ja, ich meine, gut, da kam halt dazu, dass er halt noch unterversorgt war von der Geburt oder vor der Geburt und halt dann hatte sie noch eine Hirnblutung. Und vorher, hast du gesagt, war so alles im Lot? Alles es war gut. Alles super. Drei Wochen zuvor war ich noch beim Arzt und es war alles gut und mir ging's gut. Es ist alles super gelaufen und... Jetzt ist ja noch nicht viel Zeit vergangen seitdem... Wie empfindest du im Moment? Wie geht es dir? Ja, also ich muss sagen, den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut. Ich meine, ich denke jeden Tag an sie und ich weine auch jeden Tag, aber eigentlich bin ich erleichtert. Ich bin erleichtert für mein Kind, weil das Leben, was wir hier, also was sie hier gehabt hätte, das wäre für sie kein Leben gewesen und das heißt, für uns sie wär, auch nicht. Das heißt, sie wäre hochgradig behindert gewesen? Hochgradig behindert, ja. Und hätte wahrscheinlich... keine hohe Lebenserwartung gehabt, nein, oder? Nein, also die Ärzte haben gesagt, sie hätten noch nicht mal gewusst, ob sie uns hätte wahrnehmen können. Und ich meine, wir haben gesagt, sie wird sich entscheiden und den Weg, den sie sich aussucht, dabei werden wir sie dann halt unterstützen. Ja. Ne? Habt ihr ihr einen Namen gegeben? Ja, Felicia Jill. Felicia Jill. Ist sie dann auch ganz ordentlich beerdigt worden? Ja. Mit einer Trauerfeier? Auf jeden Fall. Ja. Sie hat ein ganz tolles Grab bekommen. Und ja. Wo wir dann halt noch eine Anlaufstelle haben, wo wir hingehen können. Ja. Oder auch hier ihrem großen Bruder. Ne? Ja. Dem müssen wir das ja auch irgendwann mal erklären. Ja. Der ist 2, sagst du. Der ist 2 geworden, genau. Ja. Aber ich finde es beruhigend, dass du das so sehen kannst, dass du nicht völlig am Boden zerstört bist. Ja, ich meine, wie gesagt, ne, man denkt jeden Tag dran, nur ich denke halt für mein Kind. Ich denke jetzt weniger an mich. Ne? Und ich meine, es ist traurig und ich hätte mein Leben für sie gegeben, das muss ich auch sagen. Ja. Aber für das Kind oder für unser Kind war es einfach das Beste. Ja. Also wenn es so gekommen wäre, dass sie vielleicht eine ganz qualvolle Zeit vor sich gehabt hätte, ohne eine Chance, ist es vielleicht wirklich das Beste so gewesen, dass sie halt nicht leiden müssen. Genau. Die eine Woche, wo sie halt da war, ich war schon so froh, dass sie halt keine Totgeburt war, weil eine Stunde später zum Arzt und das wäre eine Totgeburt gewesen. Ich bin so dankbar dafür, dass ich halt die eine Woche mit ihr hatte oder auch wir.
Und da warst du dann aber schon zu Hause in dieser Woche, ne? Und bist, ja, 48 Stunden danach. Genau, wie du gesagt hast. Und bist dann, Entschuldigung, bist dann immer wieder ins Krankenhaus gegangen. Genau, und hast also wir waren jeden Tag da und... Mhm. Und du konntest sie anfassen, sie streicheln. Genau, hatten sie dann sogar aus dem Inkubator raus und im Arm und ja. Wie sah sie so aus? Sah sie sehr mitgenommen aus auch im Gesicht? Ja, also sie war voller Wasser nach ihrer Geburt. Mhm. Also wirklich, sie war total aufgequollen. Sie wurde auch getauft einen Tag nach ihrer Geburt. Mhm. Das war dann eine sogenannte Nottaufe. Ja. Und ja, und das Wasser ist zurückgegangen. Mhm. Nur, gut, dann war die Haut halt ein bisschen groß halt, durch dieses Gedehnte und sie sah eigentlich ganz normal aus, ne? Nur, dass sie halt hinterher quietschegelb war, weil ihre Leber halt auch nicht arbeitete. Ne? Warst du dabei, als sie dann verstorben ist? Ja. Da bin ich auch so dankbar für. Die Ärzte hatten uns dann halt mittwochs angerufen und haben gesagt, also, dass es ihr zunehmend schlechter geht und wir doch bitte kommen sollten. Mhm. Ja, dann sind wir sofort hin und, ja, und dann, es wurde allerdings, ich muss dazu sagen, es wurde beschlossen, dass wir keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr vornehmen. Mhm. Und dann wurde halt die Sauerstoffzufuhr aufs Minimale reduziert, also was wir machen dürfen. Mhm. Manche Kinder kommen damit klar und schaffen es dann, nur unsere Kleine hat es dann halt nicht geschafft. Mhm. Und sie hat wirklich noch lange gekämpft. Andere Kinder, da haben die Ärzte auch gesagt, also sie merkt, dass wir sie eigentlich gar nicht gehen lassen wollen. Ne? Ja. Wie lange hat sie noch kämpfen müssen, bis sie dann verstorben ist? Oh, das waren 2,5 Stunden. Ich kann es nicht genau sagen, aber es war, ich glaube, 2,5 Stunden. Wie sah dieses Kämpfen aus? Konnte man das sehen, dass dieser kleine Körper sich anstrengt? Ja, total. Also der Mund war halb geöffnet und also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war schlimm. Also das war so schlimm. Also ich konnte mir sie dann besser verstorben anschauen als wie diese 2,5 Stunden. Kommt man denn da nicht in die Versuchung, währenddessen zu sagen, komm, wir schließen das Gerät wieder an und wir helfen ihr jetzt? Also es wurde ja nichts abgemacht. Mhm. Sie hatte noch genug Sauerstoff und nur halt daraufhin ist der Kreislauf halt zusammengebrochen. Ach so. Nein, also abmachen darf man ja nichts. Ne? Na gut, aber wieder so herstellen, wie es vorher war. Auf jeden Fall. Aber für die Kleine war es einfach das Beste. Mhm. Also du hast da schon immer an die Kleine gedacht und nicht an dich? Nein, also wir haben von Anfang an gesagt, wir unterstützen sie bei dem Weg, den sie sich aussucht. Und wie geht dein Partner damit um? Also ich glaube, besser als ich. Also, ja, aber ist vielleicht auch klar, ne? Du hast sie immerhin 30 Wochen in dir gehabt, ne? Bei dir getragen. Er hatte ja gar keine Bindung zu ihr, ne? Oder der konnte die Bindung halt nur in dieser einen Woche aufbauen, ne? Ist es für dich tröstlich, dass ein Kind schon da ist, ein gesundes Kind von 2 Jahren? Ja, also er gibt mir viel Kraft, unser Sohn. Auf jeden Fall. Denkt man jetzt, auch wenn das alles noch sehr frisch ist, in eurer Situation darüber nach, ob du nochmal schwanger wirst oder ist das erstmal jetzt gar kein Thema? Nee, ich denke darüber nach oder wir denken darüber nach. Und ich habe auch schon mit meiner Frauenärztin darüber gesprochen und sie sagte, dass es steht also medizinisch gesehen überhaupt nichts im Wege. Ja. Und sie sagt auch, das könnte auch ein großer Trost für mich sein, wenn dann halt wieder was Gesundes, dass mir sowas nochmal passiert ist ja eigentlich. Ja. Eher unwahrscheinlich, dass dann halt was Gesundes kommt. Mhm. Du bist aber nicht in eine, du hast keine psychologische Betreuung in Anspruch genommen. Nein, oder? Noch nicht. Planst du das? Ich bin hin und her gerissen. Manchmal gibt es Tage, da denke ich, ja, ich brauche das. Mhm. Und dann gibt es wieder Tage, da denke ich, nein, ich brauche es dann doch nicht. Du könntest es ja ganz einfach mal ausprobieren. Und du kannst es ja sofort wieder aufhören, wenn du denkst, ich brauche es nicht mehr. In der Regel finde ich das schon hilfreich. Und, oder dass du dich an einer Selbsthilfegruppe zum Beispiel anschließt. Es gibt ja die verwaisten Eltern, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, im Internet bin ich da schon und da schreibe ich schon immer fleißig. Mhm. Dass du dich halt austauscht mit anderen Eltern, die ihre Kinder auch verloren haben. Genau, ja. Ich würde dir gerne meine Psychologin jetzt noch als Gesprächspartnerin anbieten, dass sie dir vielleicht auch noch den einen oder anderen Rat gibt und ihr gemeinsam besprecht, wie du weiter vorgehen sollst. Ja, das ist nett. Also ich würde an deiner Stelle schon jetzt nicht unbedingt auf ganz stark machen, sondern wenn du eine Unterstützung brauchst, hol sie dir. Es kann ja nicht schaden. Nee, auf jeden Fall. Mhm. Liebe Jenny, dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Simone, ruft dich gleich an. Alles klar, vielen Dank, Domian. Alles Gute von Herzen. Ja, danke, tschüss.
0800 220 50 50, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Mein prominenter Gast, dies auch schon mal an dieser Stelle gesagt, diese Woche Samstag ist der ZDF-Nachrichtenstar Klaus Kleber. Und ab heute könnt ihr auch schon mailen, wenn ihr euch mit Herrn Kleber unterhalten wollt über die Nachrichten. Über Amerika ist er ja der absolute Amerika-Fachmann. Dann solltet ihr mailen unter domian@wdr.de. Ich sehe gerade, dass ich mich heute im Namen meiner Psychologin vertan habe. Anja ist heute Abend hier. Ich bitte um Entschuldigung, nicht Simone. Petra, 33 Jahre alt. Hallo Petra. Hallo Petra? Ja. Ja, guten Morgen. Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, gut. Ich habe seit circa 5 Monaten ein Verhältnis mit meinem Schwager. Mhm. Ja. Seit fünf Monaten? Ja, ungefähr. Und bist du wie lange mit deinem Mann oder Freund zusammen? Nee, kein Freund, ist der Mann von meiner Schwester. Ja, und achso, und du bist aber solo? Ja. Du bist solo? Mhm. Ja. Der Mann von deiner Schwester? Ja. Mhm. Wie lange sind die schon zusammen? 5 Jahre. Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du mit dem Mann deiner Schwester ein Verhältnis hast? Ja gut, das weiß ich selber nicht so genau. Das war eigentlich... Wo ihr euch schon so lange kennt. Ja, also, ja, ich weiß auch nicht, es war einfach, er lebt im Ausland, mhm. Meine Schwester pendelt immer zwischen hier und zwischen Belgien, wo sie lebe, mhm. Und seine Familie lebt hier und ab und zu kommt er, also ich wohne in Deutschland an der Grenze zu Frankreich, ja. Und ja, dann kommt er halt oftmals eben hier an den Grenzort, um seine Familie zu besuchen, mhm. Und na gut, aber das passiert ja schon seit 5 Jahren. Ja, nee, ja, aber ja, ich weiß auch nicht. Und dann war er einfach hier, das war im November letztes Jahr. Und dann bin ich auch hingefahren und habe mit ihm einfach, ja, ich weiß auch nicht, es war ganz komisch, Tag verbracht in Straßburg war das. Und das ist dann einfach, ich bin dann auch ins Heim gefahren und dann habe ich Peter, gedacht, du bist eine Frau von 33 Jahren. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, dass das richtig ist. Das nee, lass ich. Von wem ging denn der erste Schritt aus? Von ihm oder von dir? Oder kann man das gar nicht so sagen? An dem Tag war einfach gar nichts. Mhm. Da war noch mein Sohn dabei und es war einfach gar nichts. Ich habe nur gemerkt, dass es irgendwie anders war. Mhm. Du bist alleinerziehende Mutter. Ja. Ja. Mhm. Und dann bin ich heimgefahren und dann habe ich ihm SMS geschickt, und ob er auf dem Heimweg ist und so. Und dann kam auch schon so komische SMS zurück. Also wir haben uns schon früher oft SMS geschickt, aber es war einfach irgendwie anders. Ne? Mhm. Also ihr habt dann per SMS geflochtet quasi? So ja, so hätte es dann irgendwie angefangen. Mhm. Und dann haben wir uns dann auch, ich habe dann ein paar Tage später wieder hergefahren und hätte ihr dann halt, keine Ahnung, irgendwas erzählt. Und da ist es passiert? Ja. Mhm. So, bist du richtig verliebt in ihn? Ich war es mal, ob es jetzt noch so ist, ich weiß es nicht. Du warst es? Und das ist jetzt schon wieder nach den paar Monaten, hat sich das... Ah ja, ich meine, was soll ich machen? Das ist der Mann von meiner Schwester, ja. Die hat ein kleines Kind. Und, wie ist dein Verhältnis denn zu deiner Schwester? Also mir hatte 8 Jahre gar keinen Kontakt. Mhm, mh. Und jetzt seit 2 Jahren haben wir wieder sehr, sehr guter Kontakt, muss ich sagen. Ja. Nur sieht es halt jetzt zwar mit ihm. Ja, ich weiß nicht, ist das auch nicht mehr so, wie es mal war. Einfach, ich denke, dass sie das zurückführt auf ihn, sondern einfach... Sie hat aber überhaupt gar keine Ahnung, dass da was läuft. Gar nichts. Es weiß niemand davon. Nee. Also gut, also ein, zwei Freunde von mir, mit irgendjemandem habe ich darüber sprechen müssen. Ja. Einfach, am Anfang habe ich tagelang geheult und das war einfach krass halt. Okay, aber aus der engeren Familie weiß das keiner? Nein. Nee. Was empfindet er denn für dich? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was sagt er? Ja, wenn wir uns sehen oder so, dann macht er mir alle Versprechungen, dies und jenes. Was heißt Versprechungen? Dass er mit dir zusammenkommen will? Oder irgendwann was? Mal oder so, aber dass es jetzt halt noch nicht geht wegen Kind. Ach so, das heißt also, er macht dir die Versprechung, seine Frau, sprich deine Schwester, zu verlassen? Auch nicht direkt. Ich meine, mit deinen zwei läuft es auch nicht ganz so gut und ich weiß, dass es früher oder später sowieso geht, aber das ist... Ich weiß nicht, ob er überhaupt ein Mann für mich wäre. Also ich merke schon, du bist hin und her gerissen. Einmal zwischen deinem schlechten Gewissen, deiner Schwester gegenüber. Ja. Und zum anderen auch, dass du dir gar nicht sicher bist, was du eigentlich von dem willst. Und ob du den überhaupt wirklich willst als Partner. Wahrscheinlich nicht, aber... Dann lass die Finger davon, Mensch. Wenn du das schon so... Weißt du, wenn du jetzt zu mir gesagt hast, ich bin flammend in den verliebt und wir sind flammend ineinander verliebt. Also das
das war es zumindest mal, eben bis Weihnachten. Und dann soll ich an Weihnachten eben Weihnachtsversuch machen, ne? Und Silvester und so. Und das habe ich aber nicht, das habe ich mir nicht imstande zu gefühlt. Und dann habe ich das auch abgesagt und habe halt gesagt, ich habe hier einen neuen Freund. Und keine Ahnung, was irgendwas halt vorkommt. Ich denke, er wusste schon, warum ich... Aber dennoch läuft es immer wieder weiter bis heute. Wir haben dann seit Silvester keinen Kontakt mehr gehabt, bis vor 4 Wochen ungefähr hat er mich angerufen, dass er wieder hier in die Gegend ist. Und ob wir uns treffen, und dann haben wir uns halt wieder betroffen. Und Sex gehabt? Ja. Ja. Klingt nicht toll, Petra. Klingt weiß, nee, wirklich. Und wenn du dich schon so verhalten hast, wie du dich bisher verhalten hast, plus dem, was du gesagt hast, würde ich mich da komplett rausziehen. Komplett. Also das ist es doch nicht wert, auch das Verhältnis zur Schwester aufs Spiel zu setzen. Wenn du jetzt deine ganz große Liebe da gefunden hättest und dann die Liebe hat immer recht, dann wäre halt das der Weg für euch alle. Aber nur, es klingt ja wirklich wie so eine Sexgeschichte, zumindest von ihm auch. Wahrscheinlich. Er ist in der Gegend und holt sich da irgendwie einen netten neuen Sex ab bei dir und dann ist es wieder gut. Mhm. Ich würde so komplett die Finger davon lassen. Komplett. Guck mal, wie stehst du vor deiner Schwester da? Jetzt schon, wenn ihr euch trefft, musst du dir wahrscheinlich ziemlich schlecht vorkommen. Es war schon schlimmer. Also im Moment, also jetzt, letztes Jahr war es ganz schlimm. Also ich konnte auch nicht mal mehr am Telefon mit ihr sprechen, weil es war einfach. Aber jetzt mittlerweile, ja gut, man gewöhnt sich an den Gedanken. Naja, es ist wahrscheinlich jetzt auch wieder ein bisschen besser gegangen, weil ihr so lange Sendefunkstille hatte. Ne? Genau. Und jetzt, ich merke schon an mir selber, wenn ich mit ihr telefoniere, und sie mir dann erzählt, oh, sie sind wieder frisch verliebt oder keine Ahnung, ja, doch, boah, du wärst so aggressiv. Ach so, also wenn sie was Positives über ihre Beziehung sagt, wirst du schon aggressiv. Ja. Das heißt, da ist schon auch Eifersucht da. Wahrscheinlich, ja, und auch will sie mich auch ärgert. Natürlich habe ich sie selber verarscht und hintergangen, aber wenn ich dann sehe, dass sie immer noch glaubt, dass er sowas nie machen wird, das macht mich ganz... Das macht mich ganz wahnsinnig dann. Achso, das heißt, das macht dich dann wütend auf ihn auch? Auch, ja. Weil ich genau weiß, dass er wahrscheinlich uns beide verarscht. Nein, wahrscheinlich. Vielleicht hat er sogar noch eine dritte. Also das glaube ich mittlerweile jetzt auch. Siehste. Weil er ist als nachts nie zu Hause und erzählt als, keine Ahnung. Petra, raus aus dieser Sache. So schnell wie möglich raus. Du willst ja auch noch später Kontakt zu deiner Schwester haben. Natürlich, wenn ich jemals rauskommen würde. Ich würde sie nie mehr sehen, ich würde mich nicht nie mehr sehen. Das wäre Gott im Himmel, nee. Ja, so. Somit ist eigentlich die Entscheidung getroffen, ne? Finger weg davon. Such dir in deinem Ort oder wo immer du da lebst einen anderen Typ. Wie lange bist du jetzt solo schon? 4 Jahre. 4 Jahre? Ja. Ist ja auch nicht einfach als alleinerziehende Mutter. Ja, es gibt Schwierigeres. Stimmt. Hast auch wieder recht. So, Petra, lass die Finger von dem Schwager. Okay. Er ist es nicht wert, das ist die ganze Sache nicht wert. Okay. Und hoffentlich wird deine Schwester es nie erfahren und... Also ich hoffe auch, ja, nee. Hoffen wir es einfach, es macht ja alles nur noch mehr kaputt. Und ja. Es ist schon schlimm genug, dass du deine Schwester nicht warnen kannst und sagen kannst, hier, pass auf, das und das. Nee, ich kann es nicht, ich versuche das manchmal so durch die Blume, aber die nimmt das... Mit Ernst, die lacht dann darüber. Ja. Wahrscheinlich wäre euer Verhältnis für immer kaputt, wenn das rauskäme, ne? Ja, mit Sicherheit. Ja. Also das ist wirklich, ich finde, das sage ich ja immer, auch wenn es um Freunde geht, ich finde, das ist so ein absolut oberstes Gebot, dass man so die Finger von den Partnern, von Freunden lässt und eben auch aus der Familie. Ich habe sowas auch nicht gemacht und das war jetzt alles krass. Und das Fleisch ist schwach, ne? Wie so die Bibel sagt oder unser neuer Papst wahrscheinlich auch sagen würde. Petra, in diesem Sinne, lass die Finger von dem Typ. Ja, ich will das machen. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. Tja, Stichwort neuer Papst. Was habt ihr denn heute empfunden, als das rauskam, dass Kardinal Ratzinger der neue Papst wird? Ein Deutscher wird Papst? Wie findet ihr das denn? Können wir auch noch ein bisschen drüber reden, wenn ihr wollt. Ruft an 0800 220 5050 oder meldet uns unter domian@wdr.de. Und weiter geht es mit Micha. Und Micha ist 22 Jahre alt. Hallo. Ja. Hallo Micha. Jürgen. Hi. Ja,
Stichwort Papst. Ach. Hast du genau den richtigen heute. Das steht, Hund, ich schwöre es euch, bei meiner Seele steht nichts hier. Das war jetzt Zufall, dass du jetzt gerade kommst zu dem Thema. Bevor ich mit dem Papst anfange, muss ich der Jenny nochmal alles Gute wünschen, die ihr Kind verloren hat. Ja, sehr nett von dir. Wieder in geregelt Bahn bei ihr läuft. Ja. Oh, jetzt zum Herrn Ratzinger. Zu Herrn Kardinal Ratzinger, genau. Ja. Benedikt also, der 16. Genau. Mhm. Also ich war ein wenig schockiert. Also ich bin auf dem Nachhauseweg, habe ich gehört, bei 1 Live natürlich. Natürlich. Das weißer Rauch aus den Schornsteinen gegangen ist und die Glocken geläutet haben. Vorweg, bevor du weiterziehst, ich will es nur einordnen. Bist du Katholik oder bist du nicht Katholik? Ich bin Katholik. Du bist Katholik, okay. Ich bin Katholik. Und du hast es also gehört? Ich bin auch Religionslehrerin gewesen. Bitte? Meine Mutter, die ist auch Religionslehrerin gewesen, bis sie letztes Jahr gestorben ist, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Da habe ich eine kleine Pause an der Tanke gemacht und da habe ich dann gehört, dass es Ratzinger geworden ist. Und da habe ich, meine erste spontane Reaktion war, also jetzt dreht sich wirklich aus der Kirche aus, weil Ratzinger ist aus meiner Sicht wirklich der falsche Papst, weil die katholische Kirche macht da weiter, wo sie aufgehört hat. Ja. Der liebe Johannes Paul, Gott hab ihn selig, war ein sehr konservativer Mensch und ein sehr, ja, sag ich mal, werteorientierter Mensch. Mhm. Und das ist ja der Herr Ratzinger auch. Und ich hätte mir lieber gewünscht, dass es einen Reformator geben würde. Also das wäre eine Liberalisierung, in der katholischen Kirche stattfindet. Mhm. Wer hätte dafür gestanden? Ich kenne mich ja nicht so aus, welcher. Ja, ehrlich gesagt muss ich sagen, so genau habe ich mir die Kandidaten dann auch nicht angeschaut. Aber es wäre schön gewesen, wenn irgendwo mal ein schwarzer Papst zum Beispiel gewesen wäre, wenn wir schon keinen schwarzen amerikanischen Präsidenten kriegen. Aber die Hautfarbe macht es auch nicht. Vielleicht gibt es auch erzkonservative Schwarze, ne? Wir wollen nur Condoleezza Rice nennen, ne? Also, ja, natürlich. Nein, ich wollte das jetzt auch. Aber es wäre auf jeden Fall mal ein Zeichen gewesen. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so irgendwie so auf Rassen oder so fixiert. Ja. Das auf gar keinen Fall. Du hast die Sorge, dass es noch konservativer und noch strenger wird als vorher? Also wenn man sich so die Sachen, die Ratzinger so die letzten Jahre so gemacht hat, anschaut, dann habe ich so fast die Befürchtung. Also sprich Schwangerschaftenberatung und solche Sachen. Und man hat ja auch gesagt, von wegen Ratzinger war ja die rechte Hand vom Papst Johannes Paul. Mhm. Und der hat ja auch quasi... Also später sagen ja auch, dass er die ganzen Erlasse und so gesagt hat, geschrieben hat und der Papst Johannes Paul sie nun unterschrieben hat. Mhm. Und wenn ich mir da so anschaue, zum Beispiel vor ein paar Jahren kam ja diese eine Sache raus von wegen, die katholische Kirche ist die einzig selig machende und solche Sachen. Ausstieg aus der Schwangerschaftsberatung. Ausstieg aus der Schwangerschaftsberatung. Absage an alle Verhütungsmittel. Und keine Diskriminierung der Homosexuellen. Genau, und solche Sachen. Diskriminierung von Frauen und so weiter. Ja, klar. Und dazu muss ich vielleicht auch noch sagen, dass ich auch leicht bi bin. Also in dem Sinne... Oh, das sagt nicht so laut, wenn er das ja, ist, hört. Also ich meine, ne, man kennt nur meinen Vornamen und mein Alter, also in dem Sinne... Auch in Rom hört man uns. Ja, natürlich. Ja, also Micha, Vorsicht. Ja, ich meine, ne, da habe ich eben jetzt quasi bei dir gebeichtet, Jürgen. Nee, aber ich habe es heute schon mitbekommen, wir sind ja wirklich überflutet worden im Fernsehen, was ich wieder viel zu viel fand, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Das hätte mein Gott, man zappte wieder rum und überall war, naja, egal. Jedenfalls, das Echo in Deutschland war ja geteilt. Ne? Ja. Gerade in Deutschland, in Deutschland gibt es ja sehr viele kritische Katholiken. Vorneweg auch den von mir sehr verehrten und geehrten Kardinal Lehmann. Der ja, auch, den von mir auch. Tollen der Mann. Hätte es beispielsweise werden können. Ja, das wäre natürlich ein toller Aber Fall. Das war natürlich so unwahrscheinlich, dass er das hörte. Aber, aber vielleicht soll man ja auch immer sagen, jedem seine Chance. Ja, genau. Ja? Also vielleicht meine, ist er ja auch anders drauf. Vielleicht entwickelt er sich ja sogar ein bisschen im Amt. Und das auf jeden Fall. Übrigens, habe ich heute im Fernsehen gesehen, da war so eine Dokumentation über seine Biografie. Ja, genau. Dass er früher in der Hochschule, der war ja Hochschulprofessor, zu den Linken gezählt hat und zu den Liberalen. Ja, das ist... Irre, ne? Und hat da wiederum eine Kehrtwende gemacht. Vielleicht tut sich da noch irgendwie was, nochmal bei ihm. Schauen wir mal. Also ich meine, diese erste spontane Reaktion. Nicht Redaktion, Reaktion, genau. Reaktion, dass ich jetzt aus der Kirche austrete, das werde ich nicht machen. Ich werde mir natürlich erstmal die Arbeit des neuen Papstes anschauen und vielleicht, er hat ja auch, also ich würde nicht gerne Papst sein, wenn man sich so überlegt, Milliarden von Menschen oder Millionen von Menschen
quasi das Oberhaupt zu sein, sag ich jetzt mal platt, ist schon schwierig auf jeden Fall. Weißt du, was ich einfach wahnsinnig finde? Was für, egal welcher ideologischen Ausrichtung er jetzt ist, was für eine Belastung das für diesen alten Menschen ist. Wenn man mit 78 Jahren, der ist vor ein paar Tagen 78 geworden, ja, genau, so ein Amt übernimmt, wo er es nur wirklich verdient hätte, irgendwie vielleicht sich zurückzuziehen, Bücher zu schreiben, Vorträge zu halten oder weiß ja, ich was. Ehrlich. Ich meine, wir Deutschen wollen ja eigentlich mit 66 in Ruhestand ja gehen oder so. Ne? Und interessant war heute im ZDF, war das glaube ich, war der Bruder von ihm zu sehen. Und da merkte man, dass der sich gar nicht so sehr freute, sondern dass er das wie eine schwere, ja, eine Belastung für die Familie auch empfunden hatte. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Klar. Und er seinen Bruder wahrscheinlich sehr gut kennt und vielleicht auch erahnt, was das für eine Bürde ist für diesen. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob man, kann man das ablehnen, wenn man als Papst gewählt wird? Hätte er das ablehnen können? Ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber ich vermute mal, er könnte die Wahl ablehnen, ja. Also, weiß ich nicht, aber es wird ja auch spekuliert, ob es jetzt nicht nur so ein Übergangspapst ist. Ja gut, aber wir wünschen ihm ja nicht den Tod, ne? Sondern er kann Nein, das wünsche ich ihm auf keinen Fall, das meinte ich auch gar nicht so. Nur, dass quasi erstmal, sag ich mal, wenn wir jetzt mal 20 Jahre weiterdenken, dass er dann erstmal so quasi die, so wie die katholische Kirche die letzten Jahre gegangen ist, erstmal so weitergeht die Schritte und dann vielleicht man sagt ja auch, bei der nächsten Papstwahl. Ja, vielleicht, ja. Man sagt ja auch viel, man sagt ja, dass durch die Krankheit des letzten Papstes auch viel zum Stillstand gekommen ist an innerkirchlicher Organisation und vielleicht, dass das erstmal alles in die Gänge kommt. Aber da reden jetzt zwei Laien wirklich, die keine Ahnung haben. Ja, das stimmt allerdings, ja. Aber ich noch ein Kumpel von mir, der ich würde zu dir sagen, wenn du eigentlich überzeugter Christ und auch Katholik bist, dann tritt nicht aus der Kirche aus. Denn damit stärkst du genau die Kräfte, die du nicht gestärkt haben möchtest. Genau, das ist genauso wie wenn ich nicht zur Wahl gehe und die Extremen dann an die Macht kommen. Also ich finde, wenn man in der Kirche ist und eine bestimmte Meinung hat, dann soll man da auch bei bleiben und auch mit seinen Mitstreitern dann halt auch dafür kämpfen und Flagge zeigen. Sicherlich, ja. Wie gesagt, Jürgen, ne, das war eben so eine spontane Reaktion, so. Wirklich so aus dem Jugendlichen. Du bist ein junger Kerl von 22. Genau. Es gibt ein ganz großes Ereignis hier in Köln im Sommer, nämlich den Weltjugendtag. Genau. Und das wird wahrscheinlich die erste Auslandsreise des neuen Papstes sein. Es wird ein irres Spektakel hier geben. Wirst du nach Köln kommen? Ich werde versuchen, auf jeden Fall mal reinzuschauen. Das ist nur die Sache. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt dann noch in Deutschland bin, weil es kann sein, dass ich nach England gehe, um zu arbeiten oder solche Sachen. Also in dem Sinne, ich werde es auf jeden Fall versuchen, irgendwie das noch hinzukriegen. Ich bin sehr gespannt, wie er bei den Jugendlichen ankommt. Das auf jeden Fall, ja, weil ja Papst Johannes Paul II. War ja quasi Popstar. Ja. Genau. Ja, in der Tat. Genau. Ja, okay, also wir werden die Sache im Auge behalten, wir beide, ne? Alles und gucken, was der Benedikt da so macht. Genau, wir können ja nochmal nach 100 Tagen miteinander telefonieren. Genau. Und vielleicht, man hat ja schon viele, viele Sachen oft erlebt, dass Menschen auch im Alter irgendwie nochmal eine Kehrtwendung machen. Bei Ronald Reagan war das ja so, der früher auch wirklich ein ganz knochenharter Hund war und hinterher in seiner letzten Zeit als Präsident durchaus differenzierte, liberale Züge bekommen hat. Also jetzt, wenn ich nochmal so richtig drüber nachdenke, ist vielleicht sogar die Entscheidung, Ratzinger gewählt zu haben von den Kardinälen, gar nicht mal die schlechteste, weil ich meine, wenn wir jetzt quasi nach so einem Popstar-Papst wie Johannes Paul II. Es war, jetzt so einen richtigen Reformator hätten, dann wäre glaube ich die katholische Kirche gespaltener denn je. Ja, ja. Und deswegen. Und er kennt den Apparat, ne? Ja, sicherlich. Er kennt den innen und auswendig. Er ist auch ein sehr guter Organisateur, so wie man hört, ne? Ich habe mir gehört, dass er ein brillanter Theologe ist und nicht so ein guter Organisator. Ja, aber dafür hat er seine Leute da ja auch. Ja gut, aber ich meine, er ist ja auch jetzt so der oberste Seelsorger in der katholischen Kirche jetzt. Aber ich möchte mit 78 nicht so ein Amt noch haben. Also, nee, vor allem so ein bedeutendes. So eine Verantwortung. Ja. Der arme Mann, der kommt kaum zum Schlafen. Genau. Ja, ist so, glaube ich. Micha! Alles Gute, alles Liebe. Ja, es war mir eine Wir können ja, in der Tat können wir es vereinbaren. Ich bitte meine Redaktion, das zu notieren. Wir machen das auf Wiedervorlage. In 100 Tagen unterhalten wir beide uns nochmal. Auf jeden Fall. Ne? Und du beobachtest wirklich so die Geschehnisse und auf ich auch. Und also dann, ich meine, wir haben immer noch das Publikforum. Okay, Schleichwerbung, Entschuldigung. Es ist so eine christliche Zeitschrift, die jeden Monat kommt. Ne? Ja, ist das Publikforum? Publikforum heißt die. Das ist die Zeitung kritischer Christen. Ja.
Okay, genug Schleichwerbung. Kann man ja mal sagen. Im Öffentlich-Rechtlichen. Ah, ja, ist okay. Wir unterhalten uns in 100 Tagen nochmal. Alles klar. Okay, Micha. Gut, bis dann. Tschüss. So, meine Lieben, Hinweis nochmal auf übermorgen, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema eiskalt. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr dazu eine Gedankenverbindung habt. Eiskalter Wisch, eiskalte Menschen, eiskalte Handlungen, die ihr vielleicht selbst schon vollzogen habt oder ihr seid Opfer geworden von eiskalten Handlungen, eiskalten Herzen. Das Thema übermorgen hier bei uns. Hier ist Sascha. Sascha ist 25 Jahre alt. Hallo Sascha. Ja, hallo Jürgen. Guten Morgen, dein Thema. Guten Morgen. Mein Thema ist auch der Papst. Auch der Papst? Ja, als ob du es beschrieben hättest. Und ich rufe aus Rom an. Du rufst aus Rom an? Genau, ich rufe aus Rom an. Wie spektakulär. Wie ist das möglich? Ich höre gerade schlecht. Ja, nur mit dir fragen. Siehst du uns in Rom auch im Moment? Ich sehe dich auch. Über Satellit? Ich sitze gerade an deinem Hörer ein bisschen rum. Ach, was machst du in Rom? Ja. Arbeitest du dort oder wie? Ja, ich arbeite hier in Rom und ich wohne auch nicht allzu weit vom Vatikan weg. Ich bin also auch heute da gewesen, nicht als der Rauch kam. Ja. Das habe ich im Fernsehen gesehen, im deutschen Fernsehen. Ja. Die Zeit hätte aber nicht mehr gereicht, dass ich die Papstverkündung rechtzeitig mitgekriegt hätte. Deswegen bin ich zu Hause geblieben und hinterher hingegangen. Ich muss dich zwischendurch fragen, was machst du in Rom beruflich? Ich mache Internetseiten. Internetseiten in Rom? Ja, und? Genau, in Rom kann ich ja überall machen. Ja, also für Italien oder international? Deutsch, Englisch, Italienisch, alles. Ja. Und warum hast du dich, kurz noch gefragt, warum hast du dich für Rom als Standort entschieden? Ja, ich bin Fußballfan und meine Mannschaft Lazio spielt halt in Rom und meine Freundin arbeitet auch hier und deswegen hat sie mich halt hierhin verschlagen. Verstehe, die Freundin ist eine Römerin. Nein, aus Österreich. Eine Österreicherin, das wird ja immer verrückter. Aber und wie lange lebt ihr oder lebst du schon in Rom? Ich jetzt seit einem Jahr, habe aber vorher schon in Genua in Italien gelebt. Also ich merke, ein Italien-Freund, ne, bist du? Ich bin ein Italien-Freund, sehr kritisch. Ja, aber Rom ist natürlich eine wahnsinnige Stadt, mit die schönste Stadt der Welt, finde ich. So, ja, wie gesagt, deine Meinung zum Papst. Ja, meine Meinung zum Papst ist eine ganz andere, als der Vorredner eigentlich hat. Mhm. Erstmal muss ich ja schon sagen, dass man als Deutscher ein bisschen stolz darauf sein kann, dass es ein deutscher Papst ist. Stimmt, nach 500 Jahren das erste Mal wieder, ne? Ja, das ist schon was Besonderes, sehr. Vor allen Dingen, weil man sagen kann, man hatte in seiner Zeit einen deutschen Papst. Mhm. Das können nicht viele Leute so sagen. Mhm. Ich denke, dass es auch vielleicht für die Politik zwischen Deutschland und Italien gar nicht so unwichtig ist, denn da gab es ja in den letzten Jahren einige Probleme mit Herrn Berlusconi und so weiter und so fort. Den haben wir hoffentlich bald nicht mehr. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Hoffen hier viele auch. Ja, ja, aber du hast völlig recht. Natürlich kann man stolz sein, dass du recht hast. Was? Du hast völlig recht, dass man natürlich stolz sein kann, dass das ein Deutscher ist. Zweifellos, ja. Ja, was ich halt sagen wollte, ich fand es sehr beeindruckend. Also ich habe mich so gefühlt, als wäre ich Teil der Geschichte. Ich muss da selber zu sagen, ich bin zwar katholisch, aber glaube nicht an Gott. Also steht bei mir quasi nur auf dem Personalausweis drauf. Mhm, ich bin aber auch hingegangen, um den Leichnam von Johannes Paul II. Zu besichtigen. Und ich fand es einfach sehr beeindruckend, welche Massen das bewegen kann. Also du bist da auch, wir haben das im Fernsehen ja nur gesehen, du bist da auch rund gegangen um den Sarg. Ja, ich bin auch rund gegangen um den Sarg, genau. Mhm. Ich bin sogar zweimal konnte ich durch, einen kleinen Trick. Mhm. Und ich hatte auch Glück, ich war am letzten Tag, aber musste also nur 4 Stunden warten anstatt 12, wie das manche andere gemacht haben. Mhm. Aber es zieht einen dann so richtig in einen Bann und es ist richtig einfach faszinierend. Also ich muss auch sagen, solange ich lebe, habe ich nicht ein derartiges Weltspektakel erlebt. Ich meine Spektakel jetzt nicht im negativen Sinne, sondern ein Riesenereignis, ein Weltereignis, so wie das, was wir da gerade erleben. Ja, also man kann ja überall irgendwas teilnehmen, ich weiß nicht, an Olympischen Spielen kann man besuchen, sowas, das sind ja auch extrem große Sachen, aber das ist was, wo ich das Gefühl habe, da sind die ganzen Leute vereint, da sind nicht nur Katholiken, da sind auch einfach Leute, die, ich weiß nicht, Geschichtsstudenten, die sich einfach für dieses Ereignis so begeistern. Als ich war Ostern, als der Papst verstorben ist, in Deutschland und als ich dann zurückgeflogen bin, da saßen Holländer, Polen, Deutsche, Italiener bei mir im Flugzeug, das war grammelvoll, das Flugzeug. Und die Leute haben dann gesagt, ja, wir fliegen da jetzt hin, gucken uns den toten Papst an, fliegen wieder zurück. Das ist was, das kann ich für mich persönlich nicht ganz nachvollziehen, weil es natürlich auch Kosten mit sich bringt. Aber als ich dann selber da war, habe ich dann schon gemerkt, warum die Leute so fasziniert sind. Mhm.
Ja, wie könnte man das denn benennen? Warum ist man da so fasziniert? Warum? Was ist es? Ist es jetzt diese perfekte Inszenierung? Ich meine, das ist ja 2000 Jahre Tradition stecken ja dahinter. Die können das ja auch zelebrieren, alles, das Positive und das Negative. Sie können es wirklich zelebrieren, wobei natürlich hier in der Stadt das totale Chaos herrscht, muss man auch dazu sagen. Es ist wirklich eine schwierige Frage. Also, was macht die Faszination aus? Ich glaube, die Faszination macht aus, dass man sowas vielleicht nur einmal erlebt. Mhm. Das war natürlich jetzt auch ein Papst. Da hatten sie die Bänder Santo Subito, also sofort heilig sprechen, der einfach in die Geschichte eingehen wird. Das ist ein anderer Papst als die vorherigen Päpste es gewesen sind. Jetzt sag mir doch mal deine Meinung. Du hast gerade gesagt, du bist Katholik, aber eigentlich bist du nicht gläubig, sondern bist einfach nur auf dem Papier noch Katholik. Aber ganz abgesehen davon, wie findest du denn diesen neuen Papst, so wie man ihn bisher kennengelernt hat? Wie man ihn als Kardinal kennengelernt hat. Ich habe auch gesehen, die Trauerfeier, die fand ich schon sehr beeindruckend. Früher hat man ja immer von dem harten Kardinal Ratzinger gesprochen, der eigentlich nicht so, wie soll ich sagen, so der nette Mensch war. Da hat er aber schon gezeigt, dass er, glaube ich, das weiterführen kann, was Karol Wojtyla vor ihm gemacht hat, dass er ein Papst der Menschen sein kann. Auch wenn mein Vorredner gesagt hat, dass er das eigentlich alles relativ negativ sieht und er quasi enttäuscht war und er gerne einen Papst aus der dritten Welt gehabt hätte oder aus Südamerika. Kannst du verstehen, dass es viele Katholiken gibt, besonders in Deutschland, die einen liberaleren Geist an der Spitze der katholischen Kirche gerne gesehen hätten? Der zum Beispiel auch zum Stichwort Zölibat oder Frauen und Stärkung der Laien und so weiter eine andere Meinung entwickelt? Kann ich nicht nachvollziehen. Aus dem einfachen Grund, die Personen, die sich für die katholische Kirche entscheiden, wissen, worauf sie sich einlassen. Das ist das Gleiche wie zum Beispiel beim Islam. Mhm. Wenn ich mich dafür entscheide, weiß ich, womit ich mich auseinanderzusetzen habe. Es gibt gewisse Grundsätze und gewisse Regeln. Und wenn ich bereit bin, diese zu akzeptieren, dann muss ich mich am Ende damit auch abfinden. Das heißt, du meinst also, die da am Meckern sind, die sollen dann in die evangelische Kirche gehen? Wenn sie ihr sehen, sie müssten zum Beispiel die Frauen in der Kirche haben, dann sollen sie das machen. Jeder kann ja da seine Meinung, seine freie Meinung haben. Man nimmt, glaube ich, der katholischen Kirche auch ihre Stärke, wenn man die Tradition wegnimmt. Zum Beispiel, wenn man das Zölibat streicht oder wenn man halt andere Sachen macht, die ich jetzt nicht genau beurteilen kann. Na gut, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, aber ist natürlich eine Haltung, die man so haben kann, durchaus. Aber interessant, mit dir gesprochen zu haben, so direkt nah dran, jemand, der quasi in der Nachbarschaft des Papstes wohnt. Ich habe mir so überlegt, ob der heute Nacht schlafen kann vor Rührung, vor Aufregung, wenn man so etwas, wenn man Papst geworden ist, ist ja so wahnsinnig. Kann man dann irgendwann abends ins Bett gehen und schlafen? Geht das? Und morgen früh ist schon wieder um 9 Uhr, glaube ich, schon wieder irgendeine große Feier mit den Kardinälen. Da muss er auch wieder fit sein und ist schon anstrengend. Das ist natürlich, was du vorher schon gesagt hast, eine enorme Belastung. Wahnsinn. Das ist halt 78. Ja, also, guck mal, wie jung der letzte Papst war, ne? Als er 58, ne? Oder Sarah? Oder 60? Ja, ich glaube, er war nicht so alt. Nee, er war ein bisschen älter. Aber egal. Deutlich jünger, ja. Na gut, lieber Sascha, danke für deine Meinungsäußerung. Schöne Grüße nach Rom. Ne? Jo, dir auch. Dankeschön, tschüss. Hier ist Regina. Regina ist 37. Hallo, Regina. Ja, hallo. Hallo, dein Thema. Ja, grüß dich, Domian. Hallo, Regina. Ich bedanke mich erstmal für den Rückruf und ich bin auch immer ganz begeistert von eurer Sendung. Dankeschön, sehr nett. Sehr nett. Also bei mir geht es darum, ich bin seit 12 Jahren in einer festen Beziehung. Mhm. Und genau genommen ist es heute auch unser 12. Jahrestag. Mhm. Und ich sitze jetzt hier allein auf der Couch. Naja. Oh je. Also es ist halt so, Kinder? Dass mein Mann oder mein Lebensgefährte steht halt auf FM und ich habe da ein Problem mit. Eigentlich schon mal gehabt. Zwischenfrage nochmal, ich hatte gerade, habt ihr Kinder auch? Wir haben keine Kinder, nein. Keine Kinder? Nein. Er steht auf SM. Ja, und es ist halt so, als wir uns kennengelernt haben, war ich eigentlich so ziemlich offen und hatte damit noch nie Berührung gehabt und habe halt dann auch so einiges ausprobiert. Aber es ist halt nie so gewesen, dass mich das begeistert hat oder dass ich jetzt selber gewollt hätte, ja. Mhm. Was heißt genau SM? Was will er gerne mit dir machen? Was macht er gerne mit dir? Also er möchte gerne, dass ich den dominanteren Part übernehme. Also du sollst ihn schlagen, fesseln, demütigen genau, und so weiter. Was so
Die ganze Palette. Das ganze Thema bietet. Bis hin in ganz krasse Praktiken oder hält es sich irgendwo schon in Grenzen? Naja, also es war halt auch schon mal so, dass er sich gewünscht hatte, dass er mal eine Nacht gefesselt liegt. Und eine ganze Nacht gefesselt liegt? Ja, solche Wünsche kamen dann halt schon mal. Und du sollst dann... Das habe ich dann aber meistens abgelehnt. Und du sollst dann ganz normal daneben schlafen? Nein, das nicht. Das nicht? Das, das ist halt so, dass ich halt ihm zuliebe das auch ausprobiert habe. Ich habe nicht von Anfang an gesagt, das ist nichts für mich, sondern ich habe es erstmal mitgemacht. Und so, ihr seid ja bei 12 Jahren zusammen. Ja, Habt ihr jetzt 12 Jahre geübt? oder was? Nein, es ist eigentlich so, dass es halt zunehmend bei mir auf Ablehnung stößt. Aber immerhin hast du 12 Jahre mitgemacht. Naja, nicht ganz 12 Jahre. Aber immerhin, sagen wir 10 Jahre. Du hast es lange mitgemacht. Und also, noch mal längere Pausen dazwischen, wo ich mich erfolgreich gewehrt hatte. Und es ist einfach so, wir verstehen uns im normalen Leben sehr gut. Und deswegen ist das so der komplette Gegensatz. Und manchmal denke ich, es stecken zwei Seelen in ihm. Also ist diese, in Klartext, ist diese Sexualität absolut nicht dein Ding? Nee. Definitiv nicht, nachdem du alles ausprobiert hast und du hast guten Willen gezeigt. Ja. Es ist nicht deine Sache. Ja. Du hättest lieber den, was man so normalen Sex nennt. Normalen Sex, vielleicht auch ein paar leichte Spielereien, aber wie gesagt, das SM ist nicht mein Ding. So. Ja. Hat das jetzt schon zu gravierenden Missstimmungen geführt zwischen euch beiden? Eigentlich schon, ja. Inwiefern? Dass wir beide depressiv durch die Wohnung laufen. Oh. Also es gab natürlich auch schon mal heftigere Streitereien, ne? Aber im Moment ist es eigentlich so, er ist depressiv und ich bin depressiv. Mhm. Und am Jahrestag ist er nicht da? Er war schon da, aber er ist ins Bett, er muss morgen arbeiten. Na gut, sei ihm auch gegönnt, dass er jetzt schläft, das ist auch schon spät. Ja. Wisst ihr, habt ihr so weit darüber gesprochen, wisst ihr, woran, dass es daran liegt, ausschließlich, oder wie? Ja. Ja, wobei ich der Meinung bin, dass, sag ich mal, ich das Problem eher erkenne als er. Also er ist immer noch der Meinung, wenn ich doch nur mal 2 Stunden das mitmachen würde, dann wäre Aber das ist ja absurd. Okay, das ist ja absurd, nach so vielen Jahren das zu sagen. Und er versteht das halt nicht, dass das bei mir auf Ablehnung stößt. Geht er fremd? Nein. Nein, du auch nicht? Nein. Nee. So, da ist jetzt ein ganz dickes Problem, was ihr in eurer Beziehung habt. Eigentlich klappt es gut, so Alltag und Vertrauen und Herz und so, ist alles wunderbar. Aber die Sexualität kriegt ja nicht auf eine Reihe. Nee. Würdest du sagen, dass du ihn noch liebst? Ja. Ja? Du sagst es mit so ein bisschen schwerem Atem. Naja, es ist halt vermürbend, ja. Weil es ist immer wieder das Gleiche, worum man diskutiert und... Das heißt, es kann sein, dass diese Diskrepanz in der sexuellen Ausrichtung vielleicht auch die Liebe zersetzt. Ja. Ja. Also ich habe, sage ich mal, ein Stück Achtung auch schon verloren vor ihm, was ich anfangs ja hatte, ja. Warum? Das ist im Laufe der Jahre immer so ein bisschen weniger geworden, so. Weiß auch nicht. Warum Achtung verloren? Kann ich schwierig begreifen, ja. Aufgrund seiner Sexualität? Weil er, sage ich mal, auch meinen Willen nicht akzeptiert. Und du hast meine auch, Gefühle. Ja, und du hast auch verdammt recht. Ja. Weißt du, ich finde das ja schon toll, wenn du damals gesagt hast, vor 12 Jahren, was so lange her ist, wenn du damals gesagt hast, okay, ich lasse mich drauf ein. Und hast so viele Jahre, hast das versucht mitzumachen. Ja. Und bist immer auf ihn eingegangen und seine Bedürfnisse. Ja. Da finde ich auch, dass du das verdammte Recht hast, zu sagen, nun ist gut. Ja. Akzeptiere bitte, dass das nicht mein Ding ist. Mhm. Wir lieben uns und wenn wir beide zusammenbleiben wollen, dann müssen wir irgendeine goldene Lösung finden. Ja. Aber die besteht nicht darin, indem wir jetzt depressiv durch die Wohnung laufen und uns gegenseitig Vorhaltungen machen. Genau. Jetzt gibt es eigentlich, wenn ihr beide zusammenbleiben wollt, das ist erstmal die Grundfrage, wollt ihr ein Paar bleiben? Ja. Oder sagt ihr, okay, irgendwie ist vielleicht doch die Luft raus und es ist sowas Elementares, die Sexualität, da stimmen wir nicht überein, wir planen eine Trennung. Ja, also bei ihm ist es definitiv so, dass er sich nicht trennen möchte. Mhm. Und ich bin im Moment so, dass ich eine Orientierung suche, was ich überhaupt will, was ich noch vom Leben erwarte. Ja. Also du bist eigentlich schon ein bisschen weiter weg und hast dich mit dem Gedanken schon irgendwie beschäftigt. Ich habe mich damit beschäftigt, obwohl ich es auch noch nicht so wirklich umsetzen kann. Also. Könntest du dir vorstellen, zu einer Paarberatung mit ihm zu gehen? Also ich habe das auch selber schon vorgeschlagen und dann kriege ich zur Antwort, ja, mit welcher Konsequenz denn? Das muss man sehen. Trennen, das ist so sein... Ja, vielleicht auch nicht. Ja. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist er erst da so eingestellt. Dann würde ich kann ja dazu schon mal sagen, wir waren vor
Ich sag mal, vor 6 Jahren etwa waren wir schon mal bei einer Beratungsstelle gewesen. Mhm. Und da hat man uns empfohlen, jeder eine einzelne Therapie zu machen, aber auch eine Paartherapie. Mhm. Und damals hat es einfach auch am Geld gehangen, dass das nicht ging. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und dann ist das im Sande verlaufen. Mhm. Also ich sage, dass das nicht unbedingt die Konsequenz sein muss, dass ihr euch trennt. Ja. Es kann ja auch die Konsequenz sein, man kann ja auch, ich bin ja immer ein Fürsprecher für auch ungewöhnliche Beziehungsmodelle. Ja. Vielleicht findet ihr einen Weg, dass ihr eure Beziehung weiterführt und dennoch sexuell vielleicht auch eigene kleine Welten aufbaut. Jeder weiß davon, aber da gibt es natürlich viele, viele, viele Modelle und Möglichkeiten. Und sowas kann man natürlich gut in einer solchen Beratungssituation herauskriegen. Ja. Ich würde es an deiner Stelle ihm nochmal vorschlagen. Ja. Und wenn er darauf nicht eingeht, dann würde ich an deiner Stelle alleine mal hingehen. Ja. Das kann man ja auch. Mhm. Damit du einfach ein Gegenüber hast, so wie du jetzt auch mit mir gesprochen hast. Ja. Und auch für dich, im Gespräch findet man ja oft eine Klärung für sich selbst auch. Ja, ja. Und so würde ich es machen. Ich schlage vor, die Sendung ist gleich vorbei. Mhm. Wir, das heißt meine Psychologin, die Anja, ruft dich nochmal an und versorgt dich noch mit ein paar Beratungsstellen. Ja, das und ist dann entscheidet ihr halt. Mhm. Okay? Okay, ich bedanke mich ganz herzlich. Alles Gute, Regina. Ja. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Gudrun Hausen. Morgen gibt's wieder eine Sendung. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Wieder eine freie Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.